Ja, wir befinden uns hier am Ofenberg, einen ehemaligen Basaltschlot aus der Tertiärzeit. Und das Besondere daran sind hier halt Fragmente, die aus dem oberen Erdmantel stammen. Man kann die hier sehr schön sehen, so in einem verwitterten Zustand. Aber man sieht hier diese gelblich stark verwitterten sogenannten Olivinknollen. Und die sind eben ein Hinweis darauf, dass dieses Material aus dem oberen Erdmantel in einer Tiefe von etwa 30 bis 50 Kilometern kommen.